Unser heutiges Video befasst sich mit dem Cambium Networks CNPilot E600 Access Point. Im Lieferumfang dieses AC Access Points befindet sich eine Bedienungsanleitung, der Access Point selbst, eine Tüte mit Schrauben, Dübel und einem Klebepad, ein Netzkabel mit PoE-Netzteil und eine Wand- bzw. Deckenmontagehalterung. Das mitgelieferte Montagekit besitzt 4 Bohrlöcher, mit denen der Access Point entweder direkt an der Wand oder in Kombination mit der Metallplatte an Deckenplatten montiert werden kann. Der E600 besitzt 2 Kabeldurchführungen im Gehäuse, die werkzeuglos demontiert und wieder montiert werden können. Um den Access Point in Betrieb zu nehmen, verbinden Sie den Ethernet 1 Port mit dem Power and Data Port des PoE-Injektors. An dem Ethernet 2 Port können Sie ein weiteres Netzwerkgerät anschließen. Den Port Gigabit Data verbinden Sie mit Ihrem eigenen Netzwerk. Nachdem Sie daraufhin den PoE-Injektor mit Strom versorgen, sollte die Status-LED des Access Points aufleuchten. Der E600 kann sowohl über die Cloud als auch Standalone eingerichtet werden. Wir verwenden in diesem Fall die Cloud. Das Anlernen erfolgt unter dem Menüpunkt Onboard Devices und dann Claim Device. In dem Fenster geben Sie daraufhin die Serien- oder die MAC-Adresse des Access Points ein. Diese finden Sie sowohl auf der Rückseite als auch auf der Verpackung. Durch einen Klick auf den Button Claim Device wird der Access Point nun mit Ihrem Cloud-Account verbunden. Abschließend müssen Sie den Access Point nun in der Onboarding-Übersicht noch authentifizieren. Dies erfolgt über den Button Approve. Alle diese Produkte finden Sie natürlich zu besten Konditionen in unserem Online-Shop unter shop.omg.de.